Hallo meine Lieben, wir spielen den Nightfall. Es ist 10:30 Uhr, also 22:30 Uhr. Noch 7,5 Stunden bis zum Morgengrauen. Ich wollte Molly sowieso nicht wehtun. Ihr seid auf meinen Trick reingefallen. Ich lasse euch nicht gehen. Ihr seid wie die Kinder, die ich nie hatte. Hatte. Also, ja, ihr habt eh gerade gehört, was sie gesagt hat, dass das Letzte, was passiert ist. Da ist immer noch zu, ja? Wir haben alle möglichen Disketten gefunden. Eben da den Zettel. Das Telefon damit ist. Damit kann ich das Kabel nicht reparieren. Sie will dann ein Kabel. Ah, das Kabel reparieren. Das ist Musik. Ach so, weil ich dann die Konsole angestellt habe. Und ich glaube, jetzt ist der Moment, wo ich den Ton umstellen muss. Ah, da kann ich nur die gesamte Lautstärke ändern. Na, das hilft mir jetzt nichts, ne? Wie komme ich wieder raus? Da sind alle Fenster offen. Schau, das habe ich aber nicht gemacht. War der Spiegel immer schon da? Mir kommt das alles so anders vor plötzlich. Ein aufgeschlagenes Buch, war das immer schon da drin? Also machen wir wieder alle Kasteln auf. Ich mache es wieder in der üblichen Reihenfolge. Steht immer noch der Sherlock Holmes. Also liegt immer noch. Ah, schau, ich habe bereits 5 Kerzen. Ich habe genug Streichhölzer noch. Okay. So. Da sind die Fenster zu, aber alle. Ich weiß, dass ich da eins offen hatte, wenn man da wieder eins auf. Vor das Musik, das Musikspiel, das Videospiel geht mir am Keks. Okay, da ist auch nichts. Am Tisch ist da irgendwas dazukommen. Warte, schau, schau. Buch oben drauf. So. Nix, wie immer. Auch nix. Nochmal Kerzen, die er nicht nimmt. Auch nix. Ah, da ist noch ein Kastel. Ja, die haben so viel Platz, dass die da überall Hefeil reintun können. Das ist wieder die Zeitung, die dieselbe ist wie die andere. Ah, schau, der Schlüssel. Scheiße. Bis jetzt ist ja noch nichts passiert in dem Spiel, aber es könnte jederzeit losgehen. Also meine beste Beschreibung ist, es ist wie Slenderman. Nur halt ohne Slenderman. Ich sollte jetzt trotzdem nochmal alles aufmachen auf die Schnelle. Hm? So. Ah, ich weiß, was ich vergessen habe. Ich habe vergessen, dieses blöde Teil anzumachen. Pizza ist weg. Die haben auch schön verkohlen lassen. Da ist auch nichts. Nix. 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 Aber wirklich nix, okay. Ich habe jetzt gedacht, dieser erste Hilfespray, das ist das falsche Spiel. So, im Kühlschrank haben wir letztens den Hamster gefunden, also schauen wir da auch nochmal rein. Ich mag kein Bier. Ich mag kein Bier. Ich mag ein Bier. Aber ich trinke keins. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir ins verschlossene Zimmer. Auf die Gefahr hin, dass ich das gleich bereue. Na warte. Ah, fuck die Bohne. Ich bin so unentschlossen. Gehen wir doch geschwind daher und tun wir das einmal anstoßen da, weil das kann er vor sich hin, alleine vor sich hin pendeln. So. Das braucht ewig, bis das fertig ist. So.
Ich versuche so gerade wie möglich zu laufen, weil mir wird selber schlecht bei der Kameraführung. Aha. So, Keller? Was ist das? Ah, die Garage. Aha. Da drehen wir mal auf das Licht. Ah, schau, Batterien. Ich habe schon fünf Ersatzbatterien. Da können wir jetzt dann irgendwie das Kabel reparieren, wahrscheinlich mit irgendwas. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Du gehst mir doch immer im Keks. Na, das war's nicht, okay. Ich habe bereits 5 Kerzen. Also eine beschissenere Stimme hätten sie sich für die nicht aussuchen können. Da hat sogar Siri eine bessere Stimme. Also will jetzt wirklich mit der Rohrzange das Kabel reparieren? Ist es ihr Ernst? Stromkasten kann man nichts machen. Na, mit dem kann man auch nichts machen. Da die Tür geht wahrscheinlich auch nicht auf. Okay, dann will die jetzt wirklich das Kabel vom Telefon mit der Rohrzange reparieren. Meint ihr das echt ernst? Weil sonst haben wir ja nichts zu reparieren, oder doch? So, das Kabel ist wieder dran. Hoffen wir, dass es funktioniert. Sie ruft an. Hier ist der Polizeinotruf. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, hallo? Mein Name ist Victoria Miller. Ich bin in meinem eigenen Haus eingesperrt und hier gehen merkwürdige Dinge vor. Vor? Hallo? Können Sie mich hören? Österreich, oder? Können ja, Sie mich hören? Ich bin hier und ich höre Sie. Bitte, ich brauche Hilfe. Hallo? 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 Hören Sie, diese Leitung ist nur für Notfälle gedacht. Gedacht, ist er Österreich. Das ist ja auch ein Notfall. Bitte, ich brauche Hilfe. Bitte, rufen Sie nicht erneut grundlos hier an. Not just anybody. Mist! Da lacht er noch. Ich glaube, wir sind tot, oder? Kann das sein? Ich meine, sonst ergibt das ja keinen Sinn, das Ganze, oder? Wenn wir nicht tot sind. Ah, schau, das sind die waren vorhin noch nicht da, die Bücher. Schau, das Regal ist leer geräumt. Aha. Da ist eine Diskette. Ah, nein, Spiel. Schau. Ich hoffe, das Spiel ist nicht ganz so beschissen wie das vorige. Also ganz dicht ist der Typ nicht, wenn du mich fragst, wenn er da die Bücher so deppert aufstapelt. Also mein Plan ist, ich gehe jetzt ins Wohnzimmer und leg mal das Spiel an. Ich würde Phoenix gerne da rein tun. Oh, so muss man das machen. Zack. Ja, also einschalten. Die Option-Taste. Ah, das ist Galaga. Bitte. Oh? Wieso verfehle ich den Idioten jedes Mal? Ups. Zack.
Hui. Den habe ich mal. So. Egal, da spiele ich gut. Da gibt es noch ein paar zigtausend Leute, die das besser spielen als ich auf der Welt. Ein paar zigtausend Leute, aber es ist wirklich. Ich kann Galaga spielen. Shit, das habe ich zu spät gesehen. Oh shit. Ah fuck, die Bohne, der foppt mich. Schau dir das an. Wieso habe ich eigentlich nur mal ein Leben? Bin ich irgendwann nochmal gestorben? Wieso schießt denn der nicht? Zum Arsch. Ah, shit. Ja, die Steuerung ist genauso behindert wie beim No! Wie beim anderen Spiel. Beim falschen Backman sozusagen. Hui. So. Ah, der fliegt immer anders, als ich denke. Schau, jetzt rennen wir da vorne auch noch. So. Ah, fuck die Bonne. Den habe ich einmal. Den auch. Hätte ich gewusst, dass ich das so lange überlebe? Das hätte ich wissen können, wenn es Galaga ist, ne? Ah, oh, fuck. Geh bitte! Ah, diese Geräusche im Hintergrund sind nicht lauernd. Ups. Nein! Scheißdreck. Gut, aber ich habe das Spiel einmal herzeigt, haben wir das auch gespielt. Ah, wie komme ich raus mit Options, ne? Hallo? Ja, ich bin wieder draußen. Aber warum spielt er das Spiel nicht? Ah, jetzt spielt das. Aha, Küchentür geht auf. Das heißt, aha, da rein. Und da liegt ein Zettel. So, ich schau mal, dass ich zwei Bier trinke. Ah, zwei Bier. Zwei Safteln. Und ja, ich würde sagen, das ist der nächste Zettel. Also, lesen wir den gleich mal. Den ganzen blöden Abend bin ich durch das Viertel von Union Hills gekurvt, um festzustellen, dass die Störung von einer Oberleitung ausgeht. Irgendein Komiker hat tatsächlich den Verteilerkasten für die Telefone zerschmettert. Er klettert den Mast hoch und macht sowas. Den ganzen Abend konnte niemand telefonieren. Den Kasten konnte ich erst am nächsten Morgen bei Tageslicht reparieren. Entweder es war nur ein Fall von simplem Vandalismus, oder jemand wollte gezielt verhindern, dass Telefonate in Onion Hills durchgeführt werden. Okay, das ist interessant. Es ist jetzt 11 Uhr.
Und das war jetzt von 1968, weil der Zettel, wo drinnen gestanden ist, dass im Haus gegenüber was Schlimmes passiert ist, das war von 1970. Wir sind aber fix schon wahrscheinlich in den 90ern, weil die Konsolenspiele dürften aus den 80ern sein, aber der Anrufbeantworter, hätte ich gesagt, ist schon in den 90er. Na, vielleicht wenn es Amerikaner sind, das ein bisschen früher ist, das vielleicht das Ende der 80er. Ja, nein, die haben schon einen Computer daheim, aber es ist ein Atari. Na, es könnten schon noch die 80er sein, Ende der 80er. Ja, bis jetzt ist wie gesagt noch immer nichts passiert. Also lassen wir uns überraschen, was um die nächste Uhrzeit passiert. Mit dem Video war es das mal und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es 11 ist. Also macht's es gut, danke fürs Zuschauen, lasst ein Like da, abonniert mich, wenn ihr irgendwas von mir wollt, Wünsche, Anregungen, Beschwerden, Fragen, Aufforderungen in die Kommentare rein. Ansonsten macht es gut, passt auf euch auf, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao!